In diesem Video möchte ich dir die erfolgreichsten Spiele der Jahre 1979 bis 1984 vorstellen. Das Spiel des Jahres ist ein Kritikerpreis, der seit 1979 für die besten deutschsprachigen Brett- und Kartenspiele vergeben wird. Damit du die Spiele auch direkt findest, habe ich sie dir in der Beschreibung verlinkt. 1979 – Hase und Igel von David Parlett. Erschienen ist es bei Ravensburger. Es ist für 2 bis 6 Spieler ab 10 Jahren. Im Klassiker Hase und Igel nähern sich die 2 bis 6 Spieler durch überlegtes Vorwärts- und Rückwärtsbewegen langsam, aber sicher der Ziellinie. Nur wer mit seinem Karotten- und Salatvorrat am geschicktesten umgeht, kann gewinnen. Mit reichlich Karotten und noch mehr Siegeswillen geht es an den Start. Doch der Möhrenvorrat reicht nicht aus, um damit direkt ins Ziel zu kommen. Also müssen die Spieler sich immer mal wieder geschickt zurückfallen lassen, um neue Kraft zu tanken. Und auch der Salat muss unterwegs noch vertilgt werden. 1980 – Rummikub von Efraim Herzano. Erschienen ist es bei Intelli. Eine Neuauflage gab es beim Jumbo Verlag. Es ist für 2 bis 4 Spieler ab 7 Jahren. Rummikub ist ein Spiel ähnlich dem Kartenspiel Rommy, speziell in der Variante Räuber Rommy. Nur dass es mit Zahlenplättchen gespielt wird. Gewonnen hat der Spieler, der all seine Spielsteine abgelegt hat und die höchste Punktzahl erzielt hat. Abgelegt werden die Spielsteine in Reihen und Gruppen nach den entsprechenden Werten und Farben. Besiege deine Mitspieler, indem du dir eine gute Strategie ausdenkst und clever deine Steine ablegst. Der Joker ist der Trumpf unter den Spielsteinen. Er kann überall angelegt werden, aber Vorsicht! Sollte er am Ende noch auf deinem Brettchen stehen, verlierst du viele Punkte. 1981 – Focus von Sid Saxon. Erschienen ist es bei Parker. Es ist für 2 bis 4 Spieler ab 10 Jahren. Bei Focus handelt es sich um ein rein abstraktes Strategiespiel, das entweder zu zweit oder zu viert mit Zweierteams gespielt werden kann. Jeder Spieler verfügt über eine festgelegte Anzahl an Spielsteinen, die auf einem symmetrisch angeordneten Spielfeld bewegt werden. Ziel der Spieler ist es, die Bewegungen der Spielsteine des jeweils anderen Spielers so weit einzuschränken, dass dieser keinen Stein mehr bewegen kann. 1982 – Sagerland von Alex Randolph und Michel Machos. Erschienen ist es bei Ravensburger. Es ist ein Spiel für 2 bis 6 Spieler ab 6 Jahren. Die Spieler machen sich mit etwas Würfelglück im Gepäck auf die Suche nach den Märchenschätzen. Immer mit dem Ziel, schnellstens zum Schloss zu eilen und dort die Fragen des Königs nach dem Versteck richtig zu beantworten. Aber Vorsicht! Antwortest du falsch, fällst du wieder zurück auf den Anfang. 1983 – Scotland Yard von Werner Schiegel. Erschienen ist es bei Ravensburger. Es ist für 2 bis 6 Spieler ab 10 Jahren. Ein Spieler spielt den flüchtigen Verbrecher Mr. X. Die anderen Spieler nehmen die Rolle von Detektiven ein. Die Anzahl der Spielzüge ist von vornherein auf maximal 24 festgelegt. Das Ziel von Mr. X ist es, sich so auf dem Spielplan zu bewegen, dass er nicht von den Detektiven gefangen wird. Ziel der anderen Spieler ist es hingegen, Mr. X während dieser 24 Züge zu fangen. Das heißt, eine ihrer Spielfiguren auf das Feld zu setzen, auf dem sich Mr. X gerade befindet, oder ihn so zu umzingeln, dass er keinen weiteren Zug mehr machen kann. 1984 – Dampfross von David Watts. Erschienen ist es bei Schmidt. Es ist für 2 bis 6 Spieler ab 12 Jahren. Dampfross ist ein einfaches Wirtschaftssimulationsspiel. Es wird auf einer von einem gleichmäßigen Sechsecknetz überzogenen Landkarte gespielt. Einige Sechsecke stellen Städte dar, andere unterschiedliche Formen von Gelände. Jeder Spieler schlüpft in die Rolle einer Bahngesellschaft. Im Spielverlauf entsteht auf der Karte nach und nach ein Netz von Eisenbahnlinien, auf denen die Teilnehmer gewinnbringende Wettbewerbe auf eigenen oder gebührenpflichtigen fremden Strecken austragen. Hat dir dieses Video gefallen? Dann abonniere den Kanal und sieh dir auch die anderen Spiele des Jahres an.